der X250. Zwei absolute Profis haben wir hier. Einmal Karl und Kurt. Grüß dich, Kurt. Du hast den Schlüssel organisiert. Wir sind nach der Weihnachtsfeier hier und trotzdem habt ihr es geschafft, ja? Ja, natürlich schaffen wir das. Unkraut vergeht nicht. Unkraut vergeht nicht. Wir sind alle lustig, aber wir müssen arbeiten. Und auch hier haben wir was ganz Besonderes. Ein absoluter Hotseller. Du hast wieder ein paar Stück bekommen. Ja, der absolute Hotseller. Momentan X150 und X250 von Challenger. Ein Designwunder, aber auch technisch gut, denn auch hier haben wir wieder eine Sandwich-Bauweise. Absolut, Sandwich-Bauweise, Größe eines Kastenwagens, eigentlich alles das, was man so erwartet oder momentan sucht an Fahrzeugen, ist da vereinigt. Auf was müssen die Leute achten? Also der Deckenaufbau, der Wandaufbau, das ist kein Holzständerwerk mit Styropor drin, sondern das ist Sandwich. Bedeutet, es ist ein, ich sag mal, gepresstes Schaummaterial mit hoher Steifigkeit. Ja, das ist erstens einmal, das Außenmaterial ist natürlich GFK, dann wird gefüllt mit gepressten XPS oder Styroformmaterial am besten. Es gibt noch alte Bauweisen mit Styropor, sowas haben wir natürlich bei La Marca nicht. Hier haben wir die modernste Bauweise schon. Dann natürlich auch die Frage der Fenster. Guckst du mal hier. Diese Fenster, die sind natürlich jetzt auch modern. Auch neueste Baureihe. Ganz speziell auch schon als einer der ersten X250 und 150. Das ist aber nicht das klassische Salzfenster, oder? Nein, das ist nicht mehr das klassische Salzfenster. Und du siehst auch, die Passform ist eine ganz andere. Auch wenn man hier drüber fährt. Du hast keine Wellung mehr. Gar nichts mehr. Du hast diese ganzen Aufbauten und wo es pfeift oder wo irgendwo meine Windangriffsfläche ist, hier ist das wirklich plan. Also wenn man hier, siehst du, also wirklich toll gemacht. Jetzt muss ich bloß wieder sauber machen. So, hier kommt was Besonderes. Wir haben ein spezielles Heckkonzept. Das sieht aus wie ein Heckbad, Kurt. Das sieht tatsächlich aus wie ein Heckbad und ist auch tatsächlich eins. Das ist ein Heckbad. Da oben ist noch Stauraum. Komm mal da ran von innen. Da kommst du von innen jetzt in dem Fall nicht dran, ne. So, da kannst du aber reinladen. Da kannst du hier bis hoch. Es geht also bis hoch oben rein. Da hast du jetzt hier nochmal ein großes Staufach mit drin. Und das ist auch mit LED-Leuchte. Hier ist nur eine Gasflasche drin. Das lässt schließen auf eine Dieselheizung, die hier mit eingebaut ist. Stimmt das? Ja, richtig. Hier ist dann natürlich nur ein. Hier ist das ganze Zeug vom Fahrzeug dabei, was es so dazu gibt. Die Bordmappe. Bordmappe, Gebrauchsanweisungen, Heizungen und und. So, das heißt, die Gasflasche, die ist nur noch zum Kochen. Du musst keine Gasflaschen schleppen. Selbst im Winter hält die Gasflasche ein halbes Jahr. Das ist ein bisschen anders. Du fährst zur Tankstelle, damit hast du automatisch auch den Dieselvorrat wieder mit abgefüllt, den du brauchst zum Heizen. Das ist natürlich bei diesem Konzept schon was Feines. Du kannst irgendwo im Winter unterwegs sein, du kannst quasi autark sein mit ein paar Handgriffen. Du hast dein Gas nur zum Kochen dabei. Du hast Diesel, die Dieselheizung über den normalen Tank des Fahrzeugs gespeist. Also wirklich Energie im Überfluss. Ja, das Konzept verkauft sich bei euch extrem gut. Es ist erklärungsbedürftig, weil es weicht vollkommen ab von allem, was der normale Handel bietet. Absolut. Du siehst schon, allein die Heckpartie sieht nicht unbedingt aus jetzt wie ein Wohnmobil. Es ist schon sehr futuristisch, wenn du hinterher fährst. Hier hinter dir steht ein neuer BMW 7er Serie. Also auch schon die gleiche Designsprache, auch das Heck vom 7er BMW, ähnliche. Ist ja auch von Challenger entwickelt, der BMW. Wahrscheinlich. Du weißt es ja, du bist ja hier der Spezialist, du kennst ja beide Entwicklungsstraßen. Nee, ist ein bisschen anders, aber könnte sein. Also wenn du vorne hinten guckst, sind wir ehrlich, ein extrem automotives Design. Es ist kein Lieferwagen oder so. Sieht man hier diese Details, auch hier mit diesen Chromleisten drin, hier mit diesem Challenger-Schriftzug, auch die ganzen geformten Materialien. Es sieht mehr aus wie, ich sage mal, eine Großraumlimousine oder ein Van neuer Bauart, wo man sich Gedanken gemacht hat, als wie ein Wohnmobil. Also das ist also hier schon extrem toll. Jean Longère, sagen ja die Franzosen, denn er wird in France gebaut. Wie kommen die auf Challenger? Ja, wahrscheinlich durch die Raumfahrt, den Scherz haben wir das letzte Mal schon gemacht. Stimmt, ja, der kommt immer wieder gut. Ja. Er kommt immer wieder gut. Das war also der erste auf dem Mond, war einer mit einem Challenger. Nein, falsch. Aber er sieht ja super futuristisch aus. Die Heckkamera an so einer geilen Stelle, wo du auch wirklich was mit anfangen kannst, nämlich da unten. Was bringt es dir, wenn du hier auf dem Heckträger, der schon vorgesehen ist, da oben die Kamera hättest, kannst du aber nicht hinunter gucken. Richtig, genau. Und das ist hier unten auch ganz gut angebracht, auch vom Reinigen und von der Pixeln, von der Auflösung her. Ganz, ganz, ganz tolle Kamera.
das ist ja kein Spielzeug hier, sondern das klappert nicht. Die Franzosen bauen per se extrem robust. Ich sag mal, in den meisten Fällen sind es oft GFK-Formteile, die extra angepasst werden. Es ist wirklich, also wenn du schaust, es ist von einem anderen Stern, das Fahrzeug. Ist richtig gut qualitativ gemacht. Siehst du alleine hier durch diese kleine Stoßkante hier. Jeder kennt das Problem beim Ein- und Ausladen. Du nimmst irgendeinen Kasten, irgendwas, keine Marke zu nennen. Du bleibst immer hier irgendwo hängen. Hier hast du Aluminium, auch für Fahrräder mal leicht zu drüber schrubben. Da passiert nicht gleich irgendwas. Die französische Flagge, schau mal hier. Das ist nochmal, ja, falls es sehr, sehr kalt wird, kannst du vorne nochmal von außen isolieren. Das kann man hier ganz gut sehen. Das wird von außen angebracht. Das ist schon direkt dabei, denn das Fahrzeug ist absolut wintertauglich. Du kannst also hiermit wirklich in Skiurlaub fahren. Es gibt das Fahrzeug in verschiedenen Ausstattungen, auch mit Arktik-Paket. Damit ist er dann auch wirklich wintertauglich. Bis zu, sage ich jetzt mal, fast minus 30 Grad. Ja, absolutes Highlight ist die verstellbare Garage. Das musst du mir mal bitte erklären. Die verstellbare Garage, die kannst du elektrisch verstellen. Die kannst du hochfahren, wenn ich jetzt ein E-Bike habe, damit ich das reinkriege. Individualisiert, je nach Zuladung oder je nach Gegengestände, Gepäckgegenstände, kann ich die dementsprechend. Du hast Strom drauf gemacht. Kannst du sie mal hochfahren? Bitte. Wir haben Strom. Ja, guck mal gerade, weil das muss man einfach mal zeigen, weil die Leute werden so, oh, ist ja ein kleiner Kofferraum. Aber das kann man vergrößern zu Lasten natürlich des oberen Stauraums. Das heißt, je nachdem, was du mitnimmst, hast du entweder mehr Schrankvolumen oder mehr. Genau. Garage ist natürlich für viele Leute wichtig, wenn du E-Bikes oder irgendwas mitnimmst oder Kinderwagen. Das ist natürlich hier schon interessant, dass du die Garage sehr flexibel halten kannst. Überall Formteile, damit das, also wenn es hier feucht wird, kann ja mal passieren, dass Wasser nicht rausläuft. Dann hast du hier ein leicht zu reinigendes Bauteil. So, Kollege, der kommt schon mal hier durch. Zeig mal gerade, du hast eine Durchreiche bis nach vorne. Mhm. Kannst also auch hier einen Hund reinmachen zum Beispiel, genau. Der hier hinten in der Schale sitzt. Oder an Lebensmittel, Getränke etc. pp. Oder Hunde, Tiere kann ich dann hier einfach sehr, sehr, sehr schön zugänglich. So, bitte, fahr's mal hoch. Er sucht und auch Gasdruckdämpfer, weißt du? Ob eine Batterie drin ist, das ist die Frage. Ob eine Batterie drin ist, ja. Denn der ist gerade erst gekommen. Du siehst ja, wir packen ihn gerade eigentlich erst aus. Du bist immer so schnell und gleich willst du. Du wolltest ihn gefilmt haben. Ich sage mal, bereite mal die Filmarbeiten vor. Da sagst du, komm, wir zeigen immer das, was gerade auf dem Hof rollt. Ich kann zeigen, er ist so neu, dass sogar noch hier der Barcode auf dem Reifen hängt. Ja, richtig. Und auch noch die Siegel an den Türen sind. Da sind noch die Siegel dran. Das heißt, wenn du die abnimmst, es ist so, für die allermeisten Menschen ist das hier eigentlich das bessere Auto gegenüber jedem Kastenwagen. Die meisten gucken sich den aber nicht an, weil der einfach, vielleicht haben sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit diesem geilen Design. Also das ist vielen vielleicht too much? Ja, ich glaube nicht too much, sondern die große Problematik an der X-Serie war, die wurde vor über 2 Jahren angekündigt. Dann wurden hunderte von Fahrzeugen verkauft, die auch wieder storniert wurden. Das war ein ewiges Auf und Ab, was natürlich bedingt war durch Corona, durch Krieg und alles Mögliche, durch Produktionskapazitäten. Jetzt ist er wieder lieferbar. Wir machen fast keine Werbung dafür, weil das Fahrzeug natürlich extrem selten sein wird. Und man muss ihn einfach sehen, man muss ihn anfassen, man muss ihn spüren, man muss das Fahrzeug sehen. Er sieht halt auch anders aus wie der Kastenwagen oder jedes Wohnmobil. Er ist eigentlich 2 Meter länger, wenn du überlegst, wie das Konzept ist. Denn sie haben unglaublich gut gehaushaltet mit dem Platz. Du, innen hast du eine Turnhalle. Innen hast du eine Turnhalle, ja. Genau, richtig, absolut. Zeig euch das mal. Er heißt Open Edition und er ist auch open. Wir haben es letztes Mal, haben wir den kleineren Bruder haben wir gezeigt. Aber guck mal, dieser Innenraum hier, der ist wie in einem Liner. Du hast eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Was haben wir denn für eine Länge hier bei dem? Sind wir bei 6,50 oder was? Schätz mal, nochmal schätzen. Ich zeig mal von innen, also dass wir das mal sehen. Ist das ein Raumgefühl? Bleib mal draußen gerade, ganz kurz. Ich zeig mal gerade den leeren Raum, dass wir nun mal zeigen, dieses Auto ist so geräumig, das kann man mit einfach nichts vergleichen. Es ist so viel Raum. Es ist nahezu in seinem Segment nicht zu vergleichen oder hat ganz, ganz wenige Mitwettbewerber, wo das in dieser Art anbieten können. Aber das ist hier einfach auch wunderschön gemacht vom Design her, von der Face-to-Face-Sitzgruppe. Hier habe ich einen unglaublich großen Tisch. Elektrisch? Ja, klar.
Das heißt, du kannst elektrisch rein, rauf und runter fahren, genau. Und kannst hier unten auch nochmal ein Riesenbett machen. Richtig, ich habe eben die Möglichkeit natürlich. Aber das Scharfe ist was ganz anderes, das zeigen wir euch jetzt mal. Was ist denn zu tun, wenn ich das Hubbett runterfahre? Da sind wahrscheinlich die Polster so runterzulegen, oder? Genau, die Polster müssten wir dann umlegen. Mach mal bitte, dass wir die Polster mal sehen. Also denn das Hubbett ist hier oben drüber und das Hubbett ist so groß, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, das ist eigentlich vom Format her, steht das dem Längseinzelbett im nichts mehr nach, oder? So, sag mal, wie hast du das gemacht, dass der Tisch jetzt rauf und runter geht, Karl? Du mit deinem Popo voranfahren. Ich war das in meinem Popo? Ja, klar. Echt? Ja. Da? Ja. Ach, da geht der Tisch runter. Ja, genau, und das Bett. Fahr's mal ganz runter, den Tisch, bitte. So, das ist das Bett und jetzt fahren wir den Tisch runter. So verstellt man den Tisch, fahren wir jetzt auch noch nach unten. Genau, das ist jetzt die Ebene und jetzt fahren wir das Bett runter. Die Besonderheit ist bei dem Bett, das geht so weit runter, dass du keine Leiter brauchst. Unglaublich, genau, richtig. Unglaublich schnell und sehr, sehr leise. Stufenlos natürlich verstellbar. Ne? Schau mal. Guckt euch bitte dieses Konzept an. Also dann, das gilt es wirklich zu vergleichen. Also ich weiß, Challenger, der auch noch so ähnliche, es gibt einen deutschen Hersteller, der auch mit sehr tollen Grundrissen daherkommt, Bürstner, glaube ich. Die haben auch so ähnliche Grundrisse mit so Hubbetten und allem drum und dran. Aber Challenger hat es doch jetzt echt auf die Spitze getrieben, oder? Hat es auf die Spitze getrieben, ja. Ohne Leiter bist du da hoch? Habe ich gerade noch geschafft, ja. So, zeig nochmal. Also du gehst da runter. Ja, ich gehe da runter. Dann gehst du einfach mit Poppes hoch. Genau, ich kann jetzt. Und das war's. Oben ziehen und das war's. Krass, und die Liegefläche, wenn du mal drauflegst, vielleicht mal ganz nach hinten. Du hast auch nicht das Gefühl, du kannst ja, also selbst wenn dir runterfällt, du fällst auf die Sitze, passiert ja nichts, ja. Wir können auch drei kurz nebeneinander liegen. Wobei die Möglichkeit bestünde, hier nochmal ein Netz. Der Rausfallschutz ist da drunter. So, und da ist nämlich der Rausfallschutz drin, da ist die Leiter auch noch drauf. Und dann hast du wirklich sehr, sehr, sehr viel Platz. Und jetzt kommt es noch besser, wenn du mal kurz in die Richtung nochmal gehst, bitte. Raus in die Richtung. Genau, dass das Bett entlastet wird. Ja. So, jetzt kannst du dich sogar da hinsetzen, kannst neben dem Bett noch sitzen. Genau. Und ich fahre jetzt mal das Bett ein bisschen hoch. Ja. Warte, ich mach das mal. So, ich drücke jetzt hier drauf, sehr leise. Und da gibt es eine Mittenposition, die kann ich euch gleich mal zeigen. Das ist die Position Nummer 4. Die ist ungefähr jetzt. Und dann können nämlich zwei Personen, nämlich oben und unten, schlafen. Und was noch ganz schön ist, du hast die Möglichkeit, hier noch einen Fluchtweg hier zu haben. Das heißt, jemand, der hier schläft und sollte mal irgendwas sein, der kann dann ganz einfach entweichen. Ja. So, hier steht auch nochmal, also hier auch für... Qualitätsmerkmal, hörst du? Was habe ich gehört? Siehst du, hier hinten Magnet, das ist auch nochmal so ein Qualitätsmerkmal. Wir kennen das ja mit diesen Klettverschlüssen, die reißen ja immer ganz gerne aus und das kann dir hier nicht passieren, weil du hast wirklich tatsächlich das Ganze hier mit einem Magnet versehen. Karl, es hat lang gedauert. Vor 3 Jahren haben wir das Ding, glaube ich, gezeigt auf der Messe das erste Mal. Da war es ultra umlagert, da konnte ihr irgendwie gar nichts liefern. Ne? Ja, das war X150, der kleinere von dem. Alles war um dieses Auto ganz verrückt, auch wie jetzt um den X250. Aber es war nichts lieferbar. Wir haben verkauft. Es wurde versprochen. Wir haben storniert. Also hier ist die Dieselheizung Webasto hier drin. Dann das CBE-Bedienpanel. Ganz hochwertig. Also dann fahre ich jetzt mal ganz hoch. Warte mal. Ja, das Bett nochmal hoch. Also das ist der Tisch. Warte mal, das ist Bettchen. So. Wenn ihr jetzt wüsstet, wie ich hier gerade rumhänge, damit ich das Mikro und die Kamera in einer Hand halte, aber ich tue ja alles für euch. So, und jetzt kann man die Bettauflagen kann man ja auch drauf lassen. Das ist ja stufenlos verstellbar. Also ich sag mal, Bettzeug und so, das lässt du einfach drauf. Kannst du ja rein theoretisch drauf lassen, ja, gut. Es schränkt dich natürlich dann ein bisschen ein von der Gesamthöhe, aber gut, das muss jeder für sich selber individualisieren. Als ich schlafe, dann fahre ich mein ganzes Bettzeug hoch, das ist dann weg und dann habe ich diesen riesen Raum und fahre jetzt mal den Tisch hoch. Und der ist jetzt im Moment in der Position, sodass du auch prima dran vorbeilaufen kannst, den kann man vergrößern. Macht der Kurt mal gerade. Jetzt ist der Tisch komplett oben. Und jetzt nochmal zusammenklappen und nochmal einfahren. Und dann kannst du mal zeigen, wie schön man jetzt daran vorbeikommt. Jetzt komme ich da problemlos vorbei. Man kann den Tisch noch drehen, oder? Wäre auch noch möglich, ja. Und hier auch für etwas kräftigere Personen kommst du problemlos hier vorbei. Wie du. Genau.
So, oder der Karl. Ich darf ja nicht mehr so Witze machen, hast du mir gesagt. So, und jetzt kommt hier vorne, siehst du, der Kleiderschrank, der kann nämlich verkleinert und vergrößert werden. Und da würde ich dich mal bitten, wenn du jetzt mal ein bisschen neben mich kommst und mal auf die Taste drückst, neben dem Eingang da. Mhm. Da ist nämlich die Kleiderschranktaste. Ja, und damit kann man... Die Aufbaubatterie, wie gesagt, wir können das jetzt natürlich nicht demonstrieren, weil die Aufbaubatterie das heißt, also noch nicht aktiviert ist. Dieser ganze Schrank, den kannst du nach oben fahren, richtig, genauso genau, elektrisch. Richtig, genau. Den könnt ihr jetzt elektrisch nach oben fahren und habt dann hier unten unglaublich viel Stauraum für Bikes, Roller oder etc. pp. Okay, verstanden. Das war diese Hundeklappe, die du unten dann nochmal drin hast. Genau. Dann hast du hier ja jede Menge Staumöglichkeiten, ein großer Schrank hier mit drin, wirklich groß. Und das ist der Bereich, den ihr jetzt seht, der steht dann natürlich nicht mehr zur Verfügung. Den kann ich aber auch stufenlos dann auch verändern. Genau. Hier sind zwei große Schubladen. Ich mache mal eine auf, zum Zeigen. So, die mal sehen. Und dann kannst du hier auch nochmal jede Menge Socken und hast du nicht gesehen, alles unterbringen. Mit Softclothes. Fühlt sich aber wirklich doch wertig an. Also ich bin schon... Da ist der Kühlschrank. Der große Tedford. Ja, der große Tedford. Ein ganz, ganz toller Kühlschrank hier zu öffnen, dann über die gesamte, fast gesamte Höhe. Mach mal auf, bitte. Einmal ein bisschen. Du bist so vorsichtig gewesen. Ja. Ist wahrscheinlich noch gelockt. Ja. Wir wollen ihn jetzt nicht kaputt machen. Nee, der ist noch nicht abgenommen, der Wagen. Abgenommen. Also großer Kühlschrank. Hier unten ist übrigens die Getränkeschublade mit drin. Ich habe ihn schon 10.000 Mal gezeigt. Ist das ist ein Schwenkbad? Ja. Ach, das ist die Dusche jetzt. Das ist die Duschfunktion. Und dann, wenn du dann dich waschen willst oder auf Toilette willst, dann schiebst du es einfach rüber. Genau, so. Du nimmst das jetzt einfach so und hast hier jetzt, das finde ich gigantisch. Auch dann abends oder so mit dem Licht. Ein schönes Licht, ausreichendes Licht und hast hier einfach unglaublich schönen Platz und das Waschbecken auch schön von der Haptik her, die Armaturen, wunderschönes Material. Großer Schrank noch drin. Mach mal auch, bitte auf den Schrank. Mal zeigen, wenn du mit der Hand mal reinfährst, dann mal gucken, wie tief dein Arm geht. Geht's noch tiefer aus der Schluss? Nee, ist Ende. Da ist Ende. Okay, also kriegst du wirklich viel rein. Genau. Ja, das wollten wir euch zeigen. Küche, das sind jeweils die Bedienelemente vom Bett mit drin und vom verstellbaren Tisch. Genau, das war jetzt hier das elektrische Hubbett vorne. Dann haben wir hier den elektrischen Tisch. Hier haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit. Das Ganze. Ja, das war der Rahmen. Richtig, das war der Rahmen. Jetzt hier habe ich dann die Steckdose, 220 respektive 230 Volt. Hier habe ich zweimal USB-Anschlüsse für Handys. Und hier habe ich schöne Schubladen, ebenfalls auch nochmal hier für Getränke, Wein, Öle. Oder die Franzosen, ja. Da muss der Rotwein muss ja auch noch reinpassen. Der Rotwein, der ist immer wichtig, genau. Ich liebe das immer, wenn wir Autos filmen, die noch keine Erstabnahme hatten, ja. Wo alles... Bist du Spezialist? Bin ich Spezialist. Aber ich glaube, die Leute haben es geschnallt. Also das System ist wirklich toll. Du hast eine enorme Autarkie durch die Dieselheizung. Ja, unglaublich schön. Dieselheizung ist natürlich, klar, favorisiert in dem Segment oder ist sehr beliebt, sagen wir mal so. Deswegen hat das Auto auch die Dieselheizung. Ist einfach eine tolle Sache, gerade autark, wie du sagst. Ja, Leute werden jetzt fragen, naja, was passiert denn, wenn ich mit der Dieselheizung den Tank leer mache? Ich stehe jetzt lange, da kann ich nicht mehr losfahren. Ja, das passiert in dem Fall nicht, weil das Auto hat ein Sicherheitsrelais drin. Wenn der Fahrzeugtank ein Viertel voll ist, dann schaltet die Heizung ab. Warum schaltet sie ab? Dass du deinen Bestimmungsort dann doch tatsächlich noch verlassen kannst. Okay, also das bitte aufpassen. Und dann am besten den Ecomat 2000 mitnehmen. Das ist ein kleiner Keramikzusatzheizer für den Fall. Aber du wirst lachen. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, was die Dieselheizungen, wird oftmals gefragt, was verbraucht denn die tatsächlich? Also die geben an, die brauchen pro Stunde zwischen 0,2 bis 0,4 Liter. Also man kann da schon ein paar Tage autark stehen. Ja, also meine Erfahrung ist 0,7 Liter pro Nacht. Das ist so die Erfahrung, die ich ungefähr habe. Ich glaube, da liegt diesbezüglich mal ein bisschen auf. Dann bin ich immer auf der sicheren Seite, wie wenn ich sage so und so. Und dann sagt der Kunde, ja, Sie haben gesagt. Also ich stand mal beim Freistaat, kann mir ruhig sagen, habe eine, was waren das? So eine Freistaat Bayern, genau. Also nicht bei dem Händler Freistaat in Sulzemoos.
Aber da stand ich da und hatte so eine russische Dieselheizung, also im Prinzip eine Autotherm, hab die angemacht. Nee, es war sogar eine Webasto. Und ich hatte einen 20-Liter-Tank und stand 5 Tage. Schätz mal, wie viele Liter weg waren. Wenn du jetzt so fragst, dann war es mir... Es war kalt. Also es war... Ah, kalt. Ein Liter pro Tag? 3 Liter waren weg. Also ich hätte noch irgendwie 17 Tage stehen können. Und ich hatte einen Zeltstoff. Also es war, und ich habe sie nachts ausgemacht, weil es war so warm. Okay, komm, wir gehen mal raus. Also, tolles Konzept. Gas nur noch zum Kochen. Und ja, preislich, schätze ich mal, liegen wir bestimmt hier, oder? Ja, wir liegen so ungefähr dann, ja. Okay, danke fürs Einschalten. Wir sind bei La Marca. Guck die Preise am besten mal bei mobile.de. La Marca in Landsberg am Lech. Du hast drei Wohnmobilhäuser in Landsberg. Und das hier ist das Haus Nummer 2. Das ist das Haus Nummer 2, wo wir normalerweise Kastenwägen und Vans haben. Im Moment haben wir 14 Fabrikate und für jeden eigentlich was dabei. Ja, zuletzt kam einer und hat gesagt, hier stehen aber viele Autos. Man muss sagen, du bist Importeur und hast ganz viele Händler und hier ist auch dein Lager. Also wir sind Importeur und Hersteller und da gab es vor kurzem so einen YouTube-Bericht, dass bei uns über 450 nicht verkaufte Autos stehen. Der lief da über den Hof, was natürlich total falsch war. Das gingen Fahrzeuge von hier nach Rumänien, Bulgarien, baltischen Länder. Wir beliefern von hier aus Österreich, die Schweiz und. Die sind natürlich alle auf Zwischenstation hier, aber man kann natürlich hier auch viel sehen, was man normalerweise so auf Messen auch nicht sieht. Also alles, was hier steht, ist teilweise so neu. Ich kann das mal zeigen, dass die kamen zum Beispiel gestern, werden dann auch über eine Art Drehkreuz hier versendet. Ja. Da siehst du noch, da sind noch die Originalpuffer noch mit dabei. Wo du für einen LKW brauchst. Genau, für einen LKW. Der ist zum Beispiel gerade runtergerollt. Da sind jetzt Rollerteams runtergekommen. Und das sind die, die wir gerade filmen. Das heißt, also du bedienst wie viele Händler ungefähr? Wir haben ca. 30 Händler an uns dranhängen. Auch mit unseren eigenen Marken. La Marca, Nanton, Fourgog und so weiter. So, und das ist der Grund vielleicht, weil man hier, dass es sich eventuell sogar lohnt, nach Landsberg zu kommen, weil da kann man nämlich auch Grundrisse sehen, die sich nicht jeder auf Lager liegt, weil die werden durchgeschoben und da kann man dann ruhig mal reingucken, weil die werden eh nochmal endgereinigt und aufbereitet. Also man muss einfach sagen, wir verkaufen auch Nischenprodukte und wenn man heute sehr viel Geld ausgibt, und das muss man einfach sehen, für Wohnmobil ist es ja immer sehr viel Geld, dann sollte man auch einfach vergleichen und auch ein paar Meter mal fahren. Wir haben durchschnittlich, unsere Kunden kommen teilweise zwischen 300 und 600 Kilometer weit zu uns angefahren, um einfach was anderes zu sehen und was anderes zu spüren und für das Geld vielleicht sogar was Besseres zu bekommen. Ich freue mich schon über die Kommentare, als du den Rahmen vom Licht mitgenommen hast, ja, wo die Leute wieder schreiben, schlechte Verarbeitungsqualität. Nee. Hatte noch keine Endabnahme des Fahrzeugs, deswegen nein, auch. Man muss auch wirklich sagen, es ist, ein Wohnmobil ist eine rollende Küche. Man muss das auch beim Verkauf immer fairerweise sagen. Die Leute kennen alle, die kaufen große Küchen für ein Haus und dann kommt der Mechaniker 3, 4, 5 Mal. Unsere Fahrzeuge sind nichts anderes teilweise wie Küchen und dann fahren wir auf ein Kopfsteinpflaster. Dass da mal was kaputt geht, das müssen wir einräumen, das passiert schon mal. Ja, aber jetzt war ja wirklich die Abdeckung, die konnte ja einfach wieder draufklicken. Also das war jetzt nicht das Problem. Das ist bei meinem Wohnzimmer Licht jeden Tag. Ja, 16. Dezember 2023. Es ist nicht mehr so kalt, wie es mal war, aber hier in Oberbayern, es gab sogar Schnee für einen Tag. Oh, wir hatten richtig Schnee, ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.